Ich bin eloquent, spreche meine Worte weise und bewusst, bin ein sprachbegabter Mensch und pflege meinen Wortschatz mit Genuss. Smalltalk und Gestuss, das ist nicht meine Art, zwar spreche ich im Alltag vormeist sinnentleerte Sätze, darüber, ob ich kalt habe oder anderes Geschwätze, doch auch hier ist der bedachte Umgang mit den Worten unbedingt notwendig, denn du trägst die Worte wie ein Umhang und dein Umfeld, das erkennt dich an der Weise, wie du sprichst. Es sieht in dir den Leisen, sagst du nichts. Es sieht in dir den Unhold, wenn du plumpe Phrasen dreschst, den Intellektuellen, wenn du bedacht dir deine Worte wählst. Mein Vater lehrte mich bereits, als ich noch Kind gewesen bin, jedes Wort hat seine Richtigkeit und jedes Wort hat seinen Sinn, so sagte er mir folgenden Satz. Und ich habe ihn noch innig auf den Ohren. Gib gut Acht auf, was du sagst, denn jeder Laut ist bereits mit Sinn geboren. Und wenn es dir gelingt, dass wenn du sprichst, es auch singt, weil deine Worte erklingen wie Poesie erklingt, dann bist du ein Schmetterling, der aus seinem Sprachkokon aufschwingt. Ich wurde Lehrer, hab den Schülern gezeigt, dass hinter der Sprache noch mehr war. Allgemein als gescheit und meine Sprache als sehr klein. Im Dorf war ich ein wichtiger Mann und als Schmetterling der Sprache flog ich hier durch die Stadt und säte hin und wieder einen lebendigen Satz. Es lebte die Sprache, die Freude, die Liebe, die ich als Schmetterling aufsog und bestäubend weitergab. Und während sich das Leben in beruhigter Stille wiegt, kam unverhofft und überraschend plötzlich der Krieg. Ich zwar sprechen, wie das kein anderer tut, so war ich weder sehr frech, noch wusch ich meine Hände im Blut. Mein Haus war zerbombt und die Schule kaputt. Alles, was ich hatte und konnte, lag in Asche und Schutt. Was will ich artikulieren, wenn Gewehrsalven sprechen, wenn Worte im Halse erfrieren, weil vor mir Menschen zerbrechen, habe leidende Familien gesehen. Menschen starben vor meinen Augen, erlebt, wie Verwandte ihr Leben erflehen, Unfassbares kratzt an meinem Glauben. Sollte ich nun bleiben oder gehen? Durfte ich mir das Gehen erlauben? Die Fragen im Kopf, was mir dann doch zu viel. Ich reiste los, erst noch ohne Ziel, fand ich dann eine Heimat in der Schweiz als Exil. Das Land war mir fremd, niemand, den ich kannte. Hatte kein Heim, kaum ein Hemd, doch meine Hoffnung, die brannte, wollte mich zeigen und auch, was ich kann, mich der neuen Heimat beugen, erkannte doch dann mein Lebensinhalt. Die Sprache zog mit mir ins Gericht, verurteilte und lachte. Man verstand mich hier nicht, denn ich spreche kein Deutsch. In der Sprache gefangen kam die Isolation. Was mir früher gelang, wurde mir nun zum Kokon, doch keines Schmetterlings, der des Tages frei fliegt. Nein, der Kokon eines Falters, dessen Leben in einsamer Nacht abspielt. Und hier stehe ich nun, selbst das einsame Falter noch die Flügel zerschnitten. War ich einst mein eigener Verwalter, höre ich mich täglich nun bitten und flehen um Hilfen und Gaben des Staates, weil mir selbst mein Erspartes aus früheren Tagen nicht reicht, um nur notwendigste Habe zu haben. Und so ohne Perspektive sitze ich seit hier fest. Sprachkurse, um Sprache zu lernen, ja gerne, aber zuallererst brauche ich zum Leben einen Lohn und Arbeit meist lang. Werd in der Fabrik nicht geschont und so erschlafft mein Verstand des Abends müde, frage ich mich dann, ob was einst aus meines Vaters Munde klang, in mir wieder leben kann. Doch ich spreche kein Deutsch. Mittlerweile kann ich zwar ein Bier bestellen und beim Zahlen noch das Kleingeld zählen. Doch wie bereits erwähnt, bin ich hier Falter, nicht Schmetterling. Und weil mein Name nicht netter klingt, ein Akzent in meiner Sprache schwingt, um an die Vergangenheit, die man mit sich bringt, nicht einfach streichen kann, werde ich als erfahrungsreicher Mann wohl lange noch ein Falter sein. In dieser Resignation fällt mir meist der Ausspruch meines Vaters ein, wenn's dir gelingt, dass wenn du sprichst, es auch singt, weil deine Worte erklingen wie Poesie erklingt, dann bist du ein Schmetterling, der aus seinem Sprachkokon aufschwingt. Stets ist der bedachte Umgang mit den Worten unbedingt notwendig, denn du trägst die Worte wie ein Umhang und dein Umfeld, das erkennt dich an der Weise, wie du sprichst. Es sieht in dir den Leisen, sagst du nichts. Es sieht in dir den Unhold, wenn du plumpe Phrasen dreschst, den Intellektuellen,
wenn du bedacht dir deine Worte willst, den Falter, wenn dich deine Sprache quält.